An der Schlauschule sind derzeit ca. 190 Ehrenamtliche aktiv in vor allem drei Projekten. Das ist einmal individuelle Leseförderung für die Anfängerinnenklassen. Dann gibt es eine offene Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag. Und das größte Projekt ist die Einzelnachhilfe. Also da werden Lernpatinnen für einzelne Schüler organisiert und Schüler und Lernpate treffen sich dann circa einmal wöchentlich am Nachmittag in einem der Lernklassenzimmer. 34. So, jetzt muss die Fläche auswählen. Was ist denn die Formel? Ich vermittle die Lernpatenschaften und begleite Schüler und Ehrenamtliche dann weiterhin. Für die Ehrenamtlichen organisiere ich verschiedene Fortbildungen und außerdem finden alle 2 bis 3 Monate Austauschabende statt, wo sich dann auch die Ehrenamtlichen untereinander begegnen können. Was hier toll ist, ist der gleichberechtigte Austausch, dass sich wirklich alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen können. Außerdem fasziniert mich sehr, dass wir so viele unterschiedliche Ehrenamtliche haben, verschiedene Altersgruppen, unterschiedliche Berufe und wir so die Möglichkeit haben, die Schüler individuell auf verschiedenste Weise auch fördern zu können. Also meine Nachhilfe hilft mir sehr gerne und freundlich. Wir treffen uns jedes Woche einmal und sie hilft mir gerne bei Deutsch. Ich finde es halt so schön, dass die Schlauschule sich so sehr stark nach den Bedürfnissen der Schüler richtet, weil da merkt man eben auch, wenn es von beiden Seiten kommt, wie groß der Erfolg ist und wie schnell die Schüler was lernen. Und das macht total viel Spaß, Teil dessen zu sein und das halt auch mitzubekommen. Für mich als Ehrenamtlicher ist es halt unheimlich wichtig, damit dieser unmittelbare Kontakt zu den Schülern, also auch sofort mitzukriegen, dass es was bewirkt, dass es was hilft. Ja, und es hat nichts Abstraktes, es ist unheimlich konkret. Das ist für mich das Wichtigste eigentlich an der Schauschule. Es ist messbar, was passiert. 3x10 und 4x5 ist 20. Ja, machen manchmal Spaß und wir lernen zusammenarbeiten. Und gefällt mir. Wir haben nicht zusammen nur gelernt, sondern die haben die Rolle einer Brücke zwischen mir und der Gesellschaft auch übernommen. Zum Beispiel meine Nachhilfelehrerin hat mir ein Praktikum angeboten. Das Ziel für jeden, der hier als Flüchtling in die Schlauchschule geht, ist ja einen vernünftigen Schulabschluss zu machen und das als Sprungbrett in eine Ausbildung zu nutzen. Und wir als Ehrenamtliche, die Nachhilfe geben, wollen da unseren Beitrag liefern. Und das ist ganz klar messbar, natürlich über die Noten, die der einzelne Schüler dann in den einzelnen Fächern letztendlich abliefert. Also das ist so sagen wir, der rationale Grund. Und Erfolg für mich natürlich auch, wenn ich eine Beziehung zu diesen Menschen herstellen kann und über dieses reine Mathe-Lernen einfach vielleicht da in anderen Lebensbereichen oder den einen oder anderen Tipp oder die eine andere Hilfestellung geben kann. Das ist für mich also sehr, sehr wichtig. Was ich sehr toll finde, ist, dass wir mittlerweile 2 Schülerinnen, 2 ehemalige Schlauschülerinnen haben, die selbst Nachhilfe geben. Und das wäre natürlich auch ein wunderbares Entwicklungsziel, wenn noch mehr ehemalige Schüler Lust hätten, selbst ihre Erfahrungen weiterzugeben.